fish bone. Ja, ganz herzlichen Dank erstmal. Ich finde das sehr spannend. Denke auch, glaube ich, werde die nächste Zeit über aufholende Gerechtigkeit nachdenken. Das ist für mich ein sehr wichtiges Konzept. Und jetzt suche ich aber die Punkte, wo wir kontrovers sind und wo ich glaube, dass wir im Gespräch bleiben sollten. Das erste ist mit dem Markieren. Also wenn ich schwarzer Feminismus sage, meine ich nicht, dass der lesbische Feminismus weiß ist, sondern wenn man in die Quellensammlung guckt, da ist zum Beispiel, sind andere, mein Gott, das Wort anders ist so umstritten, ich suche ein anderes, ne? Verstehst mich schon richtig? Da ist nicht der weiße lesbische Feminismus allein repräsentiert, sondern da sind andere Erfahrungen drin. Ne? Also von daher nehme ich von vornherein an, dass Persons of Color auch im lesbischen Feminismus drin sind heute. Hast du ja eben auch erzählt. Gut. Also ich weiß nicht, ob es weiterhilft, und das ist, glaube ich, eine Kontroverse, wenn man sagt, es sollte jede Richtung markiert sein und wir sollten uns hauptsächlich von den Positionen und Kategorien her definieren. Ich spreche mehr für Strukturen. Jetzt komme ich schon zum zweiten Punkt. Also ich gehe erstmal aus von der Autonomie der Personen und ich weiß nicht ganz, ob wie groß die Last der Vergangenheit noch ist, und da kann ich nur lernen. Ne? Aber wenn man sagt, keine Zukunft, kein Verfügen über einen eigenen Körper, da könnte ich auch über eine Dienstbotin in Berlin denken, die dann in die Prostitution kommt im 19. Jahrhundert. Also ist das heute noch das, wenn wir die Vorstellung haben, wir erkennen uns als gleich an und sind autonom, was hauptsächlich die Person bestimmt? Dass es da ist, ja, ne? Aber ob diese Last der Vergangenheit heute noch so entscheidend ist, das wäre zumindest zu diskutieren. Und der dritte Punkt, da bin ich richtig froh, dass du das gebracht hast, weil das habe ich bei mir gestrichen. Also erstmal, dass schwarze Frauen und POC und auch schwarze feministische Männer heute sichtbar sind als Intellektuelle, ist ein unglaublicher Zugewinn. Und ich finde, wir sollten das anerkennen. Das ist auch eine wahnsinnige Leistung dahinter. Ne? Das ist ja nicht so, dass die deutsche Uni und die intellektuellen Szenen die Arme ausgebreitet hätten und gesagt hätten, kommt doch endlich. Sondern das sind unglaublich viele Kämpfe. Und deswegen denke ich, wir können uns ganz anders unterhalten und auch viel mehr lernen, also jetzt aufholende Gerechtigkeit, wenn wir, bitteschön, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren wollen, aber das anerkennen. Ne? Und dann zu kommen, ihr seid ja nicht bei der Arbeiterklasse, das ist also wirklich schon sehr eigentümlich. Von daher denke ich, also diese Wahrnehmung, dass wir heute auf die Möglichkeit zumindest haben, wir erkennen uns das gleich an, das finde ich ganz wichtig, und dass dazu eigene Räume gehören und dass Räume geben, Räume teilen, ich denke, das habe ich versucht so ein bisschen zu untersuchen, war potenziell zumindest im neuen Feminismus drin. Gut. Mhm. Soll ich da? Ja. Ja, ich meine, wir sind ja auch prinzipiell und tendenziell in der Bewegung stark beieinander. Die Teufelin liegt im Detail, ne? Und im Prozess. Und vielleicht mal auf den vorletzten Punkt am Anfang einzugehen. Ja, dass heute Schwarze und POC-Perspektiven auch intellektuell sichtbar sind, Möglichkeiten haben, dass wir in dieser Wissensproduktion wahrgenommen werden und dass diese Wissensproduktion auch legitimiert wird. Das waren in der Tat harte Kämpfe. Noch in den 80er Jahren war es in Westdeutschland nicht möglich, eine Diplomarbeit zur Geschichte von schwarzen Menschen in Deutschland zu schreiben. Beziehungsweise zu schreiben schon, aber sie abzugeben, sondern da wurde der Verweis mitgegeben, so etwas gibt es nur in den USA. Ne? Ich rede von der Diplomarbeit von Maya Yim. Und die wurde dann die Grundlage von Farbe bekennen. Der erste Teil, der wissenschaftliche Teil, ist ihre Diplomarbeit, die sie nie zur Anerkennung bekommen hat. Sie musste eine zweite schreiben, damit sie ihr Studium abschließen kann. Ne? Also das sind so die Arbeiten, die dahinter sind. Ne?
Und in den 90er Jahren war ich ein kleiner Teil dessen auch mit. Also ich weiß, was es bedeutet, Lehraufträge zu haben, wo Leute sagen, was ist denn das, was ihr da eigentlich macht? Ne? Und für eine Sichtbarkeit und Legitimität überhaupt zu kämpfen. Unter anderem hat das auch etwas zu tun mit dieser leidlichen Markierung. Und ja, das hat eine Bedeutung. Es hat nicht nur eine semantische oder sprachliche Bedeutung, sondern es hat eine Bedeutung im Sinne von wirklich, also ganz philosophisch, Epistemologie. Also was wir als Wissen auch erachten, was wir schätzen und was wir weitertragen. Und im Übrigen wir alle. Ne? Wir alle mussten durch Qualifizierungsarbeiten gehen und wir wissen ganz genau, ist egal, was wir auf Podien diskutieren, wenn wir vor dem Blatt sitzen, wissen wir ganz genau, mit wem wir diese Fußnote füllen oder was wir für Bauchschmerzen haben, wenn wir versuchen, da andere Quellen reinzubringen. Ne? Und dann ist man auf einmal zu politisch, zu aktivistisch etc. Und dann gibt es ja aber auch noch, ne, das Akademische, also selbst heute noch. Ne? Das hat starke Auswirkungen. Ich muss einen Teil nochmal auf diese Markierung zurückkommen. Du kommst sofort mit der Frage, was ist dann mit der Dienstangestellten im 19. Jahrhundert? Ja, das ist richtig. Wir haben verschiedene Verschränkungen. Und wenn wir das einfach nur so bringen, dann kann man sagen, okay, egalisiert sich. Ne? Aber das egalisiert sich halt nur, solange sich Weißsein halt auch nicht markieren muss. Ne? Uns ist das kollektiv eingeschrieben. Autonomie ist fantastisch, aber die steht nicht allen gleichermaßen zur Verfügung. Und davon müssen wir auch, das müssen wir mitnehmen. Wir können nicht sagen, wir fangen bei Square Zero an, wir fangen bei Punkt Null irgendwie an und auf dem für uns gelten alle anderen Regeln nicht. Und wir haben Herrschaftsverhältnisse, die sich in unsere Körperlichkeit eingeschrieben haben, die bringen wir nicht mit rein in einen Raum. Das wäre utopisch. Im Gegenteil, wir müssen die Messiness machen, es auch wirklich zu versprachlichen, weil ansonsten bleibt das, ich gucke auf deine Slides und ich sehe, okay, der Schwarze und der POC-Feminismus ist dafür verantwortlich, ne? In mich schreibt sich genau das Gleiche ein wie queerer Feminismus. Ich bin aus der Arbeiterklasse, ich bin aus dem Osten im Übrigen. Ne? Wenn wir auch die Geschichte des Feminismus nachzeichnen heute Morgen, das galt nur für Westdeutschland. Ne? Das bis 19 in die 70er Jahre, kann ich auch sagen, in ihrem unsäglichen Land brauchte man noch die Unterschrift des Ehemanns, um arbeiten zu dürfen. Meine Mutter hat da schon ganz alleine gearbeitet in der DDR in Thüringen, ne? Hier sieht man schon, ist ein Moment der Belustigung, aber ich habe nicht die kollektive Macht, das zu überschreiben aus dem Osten. Also deswegen, das ist ein wichtiger Punkt. Im Gegenteil, ne, diese leidliche feministische Tradition aus dem Westen, lasst uns gar nicht erst mit Paragraph 218 anfangen, ne, ist trotzdem das überschreibende Narrativ. Und wir müssen ständig tief atmen und sagen, na ja, okay, eigentlich mir wird's langsam langweilig, wenn ich dem zuhöre, der Reflexion aus der Geschichte Westdeutschlands, weil wir waren eigentlich da schon viel weiter in den 70er und 80er Jahren. Und ähnliches ist es damit, wenn wir es nicht markieren, sprechen wir halt von dem Feminismus, in dem Sinne hier den westlichen Feminismus oder eben von dem weißen Feminismus, aber wir markieren es nicht. Es wird jetzt so ein interessantes weiteres Gespräch. Ich könnte noch stundenlang zuhören. Ich glaube, wir können es auch weitermachen. Ich möchte trotzdem noch mal zwei Impulse-Statements hier aus dem Raum noch mit dazu nehmen. Und dann müssen wir auch schon aufhören. Also, genau, Heike Mauer. Ja, vielen herzlichen Dank für die beiden Vorträge und vielen herzlichen Dank Peggy Piesche, ich habe sie heute zum ersten Mal gehört und bin sehr begeistert und hätte da auch noch eine kurze Nachfrage. Ich finde, das klang wie ein, ja, irgendwie wunderbares Versprechen, diese Figur in eine eigene Zeit und in einen eigenen Raum treten zu können. Und ich habe mich gefragt, und Sie haben das abgegrenzt gegen diese nachholende Affirmativität. Und ich habe mich gefragt, ist das dann
etwas, also würden Sie sagen, das ist nochmal etwas anderes als das, was Ilse Lenz diesen reflexiven Universalismus genannt hat? Also die Frage, sozusagen das universale Neudenken und zu entkolonisieren und zu ent... Also genau, das wäre meine Frage. Vielen Dank. Ja. Ja, danke, dass Sie das nochmal mit einbringen, weil in der Tat, da treffen wir uns auch wieder. Ich war dir sehr dankbar, Ilse, gerade auf den Universalismus und seine Partikularität auch hinzuweisen. Universalismus ist auch nur möglich, ist nur denkbar mit dem Blick, dass es Menschen gibt, die dazu nicht gehören, weil sonst wäre er für uns überhaupt auch nicht denkbar. Judith Butler hat dazu einen fantastischen Aufsatz geschrieben, einen kleinen Aufsatz, nämlich in der Debatte um Kosmopolitismus, nämlich die Frage, wer kann eigentlich kosmopolitisch sein? Das geht nämlich auch nur, dieses sogenannte Weltbürgertum, auch gerne nur in männlicher Form, ist nur möglich, weil es mindestens die Hälfte der Menschheit ausblendet und aktiv auch als das außerhalb des Weltbürgertums setzt. Sonst ist es gar nicht denkbar. Und so ist es eben auch mit dem Universalismus. In der Tat müssen wir das überdenken und auch eben diese Fallstricke, weil das ist ein weißes patriarchales, weißer patriarchaler Fallstrick und Feminismus sollte dahin kommen, zu sagen, ja, in der Tat, also es reicht nicht zu sagen, wir sind plural, wir sind mehrere Feminismen, sondern jeder singuläre, selbstverstandene Feminismus sollte den Anspruch haben, zu sagen, wir müssen unseren eigenen Universalismusanspruch oder inhärenten Universalismus überdenken und den reflektieren. Wo werden wir universell gedacht? Da, wo wir in ein Wir gehen. So, jetzt gibt es noch einen Beitrag von Juliane Lang. Ich hatte es gerade vergessen. Also wenn ihr mögt, euch bitte kurz vorstellen, damit wir wissen, wer spricht. Ich wurde schon vorgestellt, Juliane Lang. Vielen Dank für eure beiden Vorträge. Ich habe sehr viel rausgezogen. Ich würde gern zwei Punkte noch kurz aufgreifen. Also zum einen, was mein Vorredner gerade schon angesprochen hat, es war ja schon nochmal so ein Bias zwischen der Kritik, die am Anfang deines Vortrages aufgegriffen wurde, und dem, was am Ende als Angriff erläutert oder als Angriff eher aufgefasst, als eine Kritik von Arbeiterfrauen, Queers und so weiter. Ich würde sagen, beides war ein Angriff oder beides ist ein Angriff. Und das Letzte ist allerdings ja nicht nur ein Angriff auf einen Schwarzen, auf einen Feminismus of Color, wie auch immer wir ihn oder er sich auch selber beschreibt, sondern es ist eine sicherlich auch berechtigte Kritik an unseren Räumen. Ich finde es super, dass wir heute hier zusammensitzen. Ich weiß gar nicht, ob alle von uns Belegarbeiten geschrieben haben. Und wenn, dann sagt das viel aus über den Raum, in dem wir heute hier stehen. Und deswegen würde ich sagen, beides würde ich als einen Angriff sehen, als einen berechtigten Angriff, der allerdings zeigt, dass auch ein Feminismus fluide ist, dass der im Wandel bleiben muss und unterschiedliche Kämpfe mit aufgreift. Und das Zweite bringt mich dann eben genau zu diesem Punkt Räume. Ihr habt beide über den Begriff des dritten Raumes gesprochen. Vielen Dank dafür, der war mir bislang so noch nicht bekannt. Vielleicht könnt ihr auch aus euren jeweiligen Perspektiven noch mal was genau zu dem Begriff sagen, weil so wie ich es bei dir verstanden habe, Ilse, ein Raum, wo man sich jenseits von jedweden Hintergründen, Haltungen, politischen Haltungen einfach nur argumentativ begegnet, das ist zumindest ein Raum, den ich heute nur noch selten finde und ich auch gar nicht so recht weiß, ob es diesen Raum überhaupt so geben kann. Und deswegen, vielleicht hast du auch konkrete Ideen, wo ein solcher Raum verortet sein sollte, wo es diese Räume braucht, weil ansonsten würde ich sagen, in Zeiten dessen, was vielerorts heute als Rechtsruck betitelt wird, sind diese Räume immer weniger und ich halte diese Räume auch fast für gefährlich. Ja, also diesen dritten Raum, das hast du ganz richtig gesehen, den Begriff habe ich von Homi Bhabha natürlich geklaut. Habe mir aber gedacht, alles nur geklaut ist manchmal auch sinnvoll, wenn es das gut beschreibt. Ein Raum, der jenseits von Streit von zwei Parteien angesiedelt ist. Und das halte ich, ich wünsche, ich könnte es jetzt etwas theoretischer begründen. Also es ist natürlich gespeist schon von der Idee des kommunikativen Handelns. Das ist nicht so, dass dieser Raum jetzt frei von all den eigenen Positionen und Auseinandersetzungen ist, sondern dieser Raum bietet die Chance, in einem bestimmten Spektrum diese Positionen auszutragen. Also zu sagen, ich, und deswegen geht es auch nicht nur um Argumente,
sondern es geht um Versuche, diese komplexen Geschlechter- und Gesellschaftsungleichheiten zu begreifen. Und ich finde, wir hatten eben ein wunderbares Beispiel. Ne? Also bei manchem stimmen wir voll überein. Bei anderem, denke ich, werden wir weiterhin vermutlich die Dinge anders sehen. Und ich fand es unglaublich spannend und für mich also wirklich auch fruchtbringend. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das dabei hilft, aber es geht darum, dass bewusst Räume geschaffen werden, um zu sagen, wir haben hier eine wichtige politische Frage und über die wollen wir mal reden, indem wir überlegen, welche Vorzüge und Nachteile bestimmte Analysen haben. Zu der Frage, ob das gefährlich ist, das glaube ich nicht. Weil ich sage ja schon, der Feminismus ist eigentlich nicht in der Krise, sondern er ist fragmentiert und polarisiert. Also die Gefahr sehe ich woanders. Und wenn also die Fähigkeit der Reflexion und des Miteinanderredens steigt, dann ist das, glaube ich, ein Zugewinn an Bedeutung und auch an Macht. Okay, du nicht mehr? Dann schließe ich aber an der Stelle. Bedanke ich mich nochmal recht herzlich. Wir haben, ich habe zumindest viel zum Nachdenken. Wir haben einiges, was wir auch in den Thementischen vielleicht auch heute Nachmittag vertiefen können. Und jetzt gibt es kurz einmal durchlüften, bevor wir dann zum zweiten Panel weitergehen.